Im heutigen Video zeigen wir euch, mit welcher Aufnahmetechnik ihr eure Tutorial-Videos noch besser machen könnt. Bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Macht ihr auch gerne Tutorial-Videos, um anderen Leuten etwas zu zeigen, etwas vorzustellen und dabei zu helfen? In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr mit einem C-Stand-Stativ einen anderen Betrachtungswinkel euren Zuschauern geben könnt, also sodass ihr Videos von oben machen könnt. Zuerst klären wir aber erstmal, was ist ein Video von oben? Bei einem Video von oben geht es im Prinzip darum, dass die Kamera genau über eurem Objekt hängt und das Objekt von oben darstellt. Wenn ihr zum Beispiel ein Kochvideo macht, könnt ihr die Schale mit den Zutaten von oben filmen oder zum Beispiel bei einem Produktreview auch einfach das vorgestellte Produkt von oben. Es kann auch ein Produkt sein, was ihr erstmal auspackt und da eignet sich das Video von oben eben auch gut. Das Ganze ist einfach eine Änderung vom Betrachtungswinkel, es wirkt einfach dadurch interessanter und lässt den Zuschauer ja auch aktiv dabei bleiben. Ein C-Stand ist die häufigste Art von Stativen, die benutzt wird, weil sie vielseitig einsetzbar sind und eben auch mit verschiedener Ausrüstung benutzt werden kann. Als Beispiel kann zum Beispiel der C-Stand so über ein Objekt platziert werden, sodass ihr Videos von oben erstellen könnt. Wir finden auf jeden Fall, dass der C-Stand eine sichere und einfache Methode für Videos von oben ist. Stellt den rechten Fuß vom C-Stand von euch weg. Die wichtigste Regel, die ihr beim C-Stand beachten müsst, ist im Prinzip die rechte Handregel. Achtet bei der Benutzung von einem C-Stand darauf, dass sich die Sicherungsknöpfe alle auf der rechten Seite befinden. Das verhindert im Prinzip, dass die Kameraausrüstung runterfallen könnte. Denn habt ihr die Sicherungsknöpfe auf der linken Seite, kann es sein, dass diese gelockert werden durch das schwere Gewicht und demzufolge eure Kamera am Ende runterfällt. Dann bringt ihr im Prinzip den langen Arm über das lange vorangestellte Bein und achtet auf jeden Fall darauf, dass alles, was am langen Arm hängt, eben auch über dem langen Bein ist, denn nur so ist der C-Stand eben auch stabil und eure Kameraausrüstung kann eben nicht runterfallen. Ja, aber jetzt schauen wir uns die Kamera etwas genauer an. Um die Kamera jetzt an den C-Stand anzubringen, nutzen wir diesen Schraubadapter. Den bringen wir einfach an den Triphead vom C-Stand an. Dann wählt ihr einfach so einen Videokopf von einem Stativ und bringt den dann noch auf diesen Schraubadapter an. Nehmt dann die Platte vom Videokopf und bringt sie unterhalb der Kamera an. Wenn ihr sie angebracht habt, geht ihr dann wieder zu eurem C-Stand und richtet den so aus, dass ihr im Prinzip nur noch die Kamera platzieren müsst und perfekt Videos von oben machen könnt. Wichtig, was ihr unbedingt vermeiden müsst, sind auf jeden Fall Kamerawackler, denn das ist echt unschön. Eine gute Lösung ist da auf jeden Fall ein Gegengewicht am Verlängerungsarm. Ihr könnt wie wir einen Rucksack nehmen und den mit Sachen bestücken und einfach an den Verlängerungsarm hängen, dann werden auf jeden Fall zumindest kleine Wackler weitestgehend vermieden. Ein Problem, wenn ihr eure Kamera natürlich so weit oben platziert habt, ist natürlich immer die Frage, wie kann ich jetzt nun sehen, was ich eigentlich gerade aufnehme. Ja, es gibt natürlich Kameras, wo ihr Schwenkdisplays habt, wo ihr Displays drehen könnt und dann oben sehen könnt, was ihr gerade aufnehmt, aber manche Kameras haben das eben nicht. Aber die heutigen modernen Kameras lassen sich teilweise mit Smartphone oder Tablet verbinden oder eben es gibt auch zusätzliche Bildschirme, die ihr dafür erwerben könnt. Also einfach das wäre eine Möglichkeit oder ansonsten muss man eben in den sauren Apfel beißen und leider auf eine Leiter klettern und eben schauen, was denn eben gerade gefilmt wird. Im Optimalfall habt ihr natürlich vor Aufnahmebeginn bereits die richtigen Kameraeinstellungen wie den ISO-Wert und so weiter gewählt. Aber trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass ihr diese Einstellungen auch nochmal etwas anpassen müsst. Wie machen wir das also, ohne die Kamera dabei zu bewegen? Wir nehmen dazu meistens einfach diesen Handspiegel und halten sie hinter das Display. Dann können wir die Einstellungen sehen und können im Prinzip Einstellungen ändern, ohne die Kamera dabei zu bewegen. Um euer Tutorial-Video noch anschaulicher zu machen, solltet ihr an geeigneten Stellen Text hinzufügen. Es gibt nämlich einige Zuschauer, die sich das Video vielleicht stumm anschauen, weil sie gerade nicht die Möglichkeit haben, Sound anzumachen und demzufolge kann da Text wirklich hilfreich sein. Wenn ihr zum Beispiel Kochvideos macht, dann schreibt einfach die Zutaten drauf. Das kommt immer gut an. Oder wenn ihr Technik-Reviews macht, dann gebt einfach ein paar technische Daten mit an. Das kommt ebenfalls gut an. Wichtig ist aber, gebt nur die wichtigsten Daten an und haltet den Text kurz, denn zu langer Text ist einfach nicht gut, da muss das Video pausiert werden. Das soll es jetzt im Prinzip auch schon von diesem Video gewesen sein. Macht ihr vielleicht auch selbst Tutorial-Videos? Habt ihr Tipps, die ihr uns geben könnt? Dann schreibt sie uns einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten soll es das jetzt wieder gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen und sagen, bleibt kreativ, bis zum nächsten Video.
Thank you.